Hallo, Regina hier aus dem Kreativmanufaktur Club und heute möchte ich dir eine weitere Möglichkeit zeigen, wie du aus einem tollen Upcycling-Projekt wunderschöne kleine Büchlein etc. gestalten kannst. Und hier geht es jetzt als allererstes mal darum, die Basis dafür zu schaffen. Und zwar möchte ich dir eine weitere Möglichkeit zeigen, wie du aus Backpapier und Acrylfarbe und ein bisschen Lidschatten oder du kannst auch solche Inka-Goldfarben nehmen oder einen Gilding-Wachs, wie du damit wunderschönes Fake-Leder, also gefälschtes Leder herstellen kannst und das auch in bunten Farben. Und ich habe mich heute mal dafür entschieden, das Ganze ein bisschen orientalischer zu gestalten. Mir ist gerade momentan so ein bisschen nach orientalisch, vielleicht weil es dort wärmer ist, weil es dort irgendwie farbenfroher ist. Und ich wollte dir hier jetzt eine Möglichkeit zeigen, wie du das auch mit anderen Farben machen kannst. Mit der Schuhcreme hast du ja schon gesehen. So, und so können deine Papiere dann aussehen. Also hier habe ich einen Rotton genommen und habe das Ganze mit ein bisschen Gold dann hier abgepudert. In dem Fall hier auch. Da habe ich noch nichts weiter drauf gemacht. Das zeige ich dir dann. Hier habe ich als Grundfarbe Indigo-Blau und Orient-Blau zusammengemixt und habe dann mit diesem Kupfermus, also das ist auch recht cremig von der Konsistenz, das hier einfach drüber gerieben und das sieht echt klasse aus. Und hier siehst du zum Beispiel dieses Rote. Da habe ich jetzt eine Toilettenpapierrolle genommen, das hast du in einem meiner letzten Tutorials gesehen. Hab das hier ein bisschen umnäht. Das hat noch keine Füllung, das bekommt noch eine. Und hier habe ich eine Maskenblume mit dem gleichen Farbton eben hier entsprechend eingefärbt. Und diese Maskenblume jetzt hier als Verschluss. Also da kommt jetzt dann noch ein kleines Bändelchen drumherum, aber da kommen noch andere Sachen rein. Nur, dass du schon mal siehst, was kann ich denn damit dann anfangen und machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und jetzt zeige ich dir, wie das Ganze jetzt funktioniert. Also, ich nehme ja immer zum Abdecken meiner Art Journal Seiten ein Backpapier, weil ich möchte, dass meine dahinterliegenden Seiten geschützt sind und deswegen nehme ich immer ein Backpapier, um diese Seiten zu schützen. Deswegen Backpapier und kein Butterbrotpapier, weil das Butterbrotpapier auf der Rolle kürzer ist. Und ich möchte ja hier bei einem, das ist ja ein großes, ein DIN A4, da möchte ich das mehr abdecken können und deswegen nehme ich da immer das Backpapier. So, jetzt nehme ich das Backpapier hier raus und zeige dir jetzt. Wie ich das gestalte. Ich nehme jetzt hier ein kleineres Stück, weil ich dir ja im Prinzip nur kurz den Prozess erklären möchte und da tut es jetzt auch ein kleineres. Du nimmst also dein Backpapier und zerknüllst es. Und hier ist wichtig, dass das gleich am Anfang schon richtig gut knautscht. Aber kein Wasser dazu nimmst. Also du nimmst wirklich nur dieses Backpapier und deswegen schon von Anfang an gut verknautschen, weil wenn du es mit der Farbe angestrichen hast und du es danach knautscht, dann bröckelt dir die Acrylfarbe ab. Also das bitte nicht tun, weil dann bröckelt es ab und dann hast du nicht mehr diesen Effekt. Deswegen am Anfang, so gut du kannst, das Ganze jetzt hier knautschen. So, und jetzt nehme ich hier meine Acrylfarbe. Ich nehme jetzt einen Violettton.
Und dann nehme ich jetzt einen, das ist tatsächlich so ein Malerpinsel. Also du brauchst jetzt hier keinen hochwertigen Pinsel zu nehmen. Es geht einfach darum, das Ganze jetzt hier gut einzustreichen. Und die Acrylfarbe hat auch den Vorteil, dass sie natürlich relativ schnell auch trocknet. So, und dann streichst du einfach ein, bis dein ganzes Papier eingestrichen ist. Okay, so, das lasse ich jetzt erstmal so und föhne es ein bisschen trocken, damit der Prozess jetzt schneller geht. Du kannst es aber auch ganz normal liegen lassen und warten, bis es von selbst getrocknet ist. Nur mir geht es jetzt darum, dir den Prozess ja zu zeigen und deswegen mache ich das jetzt ein bisschen schneller. So, das ist jetzt trocken und jetzt zeige ich dir, ich nehme jetzt hier einfach ein bisschen Lidschatten und den nehme ich jetzt hier wirklich mit dem Finger und reibe das da drauf. Ich halte es dir dann gleich auch nochmal in die Kamera hoch, damit du das siehst. Du siehst jetzt hier, auf der Seite habe ich jetzt normales Papier und jetzt nur mit der Acrylfarbe und hier habe ich jetzt den Lidschatten mit beigefügt. So, jetzt zeige ich dir das Ganze auch nochmal, wie sieht denn das aus, wenn du es nicht mit Lidschatten machst. Also das ist jetzt einfach ganz normaler, herkömmlicher Lidschatten. Ja? Die kriegst du auch immer mal wieder günstig in Supermärkten. Du brauchst also da auch wirklich nichts Teures zu kaufen. Das funktioniert wunderbar. Aber ich kann dir hier vielleicht mal zeigen, da ist jetzt auch ein schwarzer. Damit hättest du dann ein bisschen einen anderen Effekt. Und könntest das Ganze hier noch ein bisschen dunkler machen an der Stelle. Okay, so, meine Finger sehen jetzt schon wieder aus, aber so ist es. Und jetzt zeige ich dir das Ganze nochmal. Ich habe jetzt hier so ein Inka-Gold. Das ist so ein bisschen wie so ein Mousse, fühlt sich das an. Und jetzt zeige ich dir mal, wie der Effekt wäre, wenn du dieses Inka-Gold hier auffügst, und das macht sich immer am besten, wenn du es mit einem weichen Tuch aufträgst. Und du siehst schon, das wird dann hier relativ deckend. Also du hast hier einen ganz anderen Effekt. Wenn du es ein bisschen deckender haben willst und noch viel mehr metallisch glänzend, dann nimmst du so ein Inka oder Maya Gold, je nachdem, was du zu Hause hast. Und damit hast du nochmal wieder einen komplett anderen Effekt. So, jetzt könnte ich das Ganze natürlich hier auch mit Gold machen. Zeige ich dir auch nochmal, damit du siehst, wie wirkt denn das, wenn man da jetzt Gold mit drauf tut. Das
es auch wieder hier mit meinem Tuch. So, und dann gehe ich jetzt einfach hier ein bisschen über diese Erhöhungen drüber. Und je nachdem, welchen Effekt ich jetzt haben möchte, das ist übrigens hier der von Nuvo. Ich halte es mal hoch, das ist von Nuvo, das Embellishment Mousse. Das habe ich auch noch mal in einem Kupferton. Und das Inka Gold habe ich in Türkis. Das ist das Inka Gold. Das habe ich in diesem Hortensie. Ja, ich mag Hortensien auch tatsächlich sehr gerne. Ja, und jetzt nehme ich noch mal zusätzlich was anderes. Und zwar zeige ich dir jetzt mal den Effekt, den du mit Stempeln hier auch machen kannst. Dazu föhne ich aber trotzdem hier erstmal diesen Grünton noch mal trocken. Und jetzt zeige ich dir noch eine Variante, wie ich das mit Stempelfarbe mache, damit du auch siehst, was gibt es denn für unterschiedliche Möglichkeiten, hier jetzt mit deinem Papier zu arbeiten. Und zwar nehme ich jetzt hier, das ist Vintage Foto. So, und hier ist es trocken. Also das ist immer wichtig, weil sonst versaust du dir tatsächlich dein Stempelkissen. Ja, supi. Das ist auch ein richtig toller Effekt. Und ich gehe jetzt mal und ich halte es dir gleich nochmal hoch in die Kamera, damit du tatsächlich hier den Unterschied siehst. Und was ich jetzt hier auch noch mal machen möchte, ist hier mit so einem Braunton. Ja, keine Ahnung. Also das sind, ihr seht schon hier, ne? Nicht so meine Farben, die ich da. Den Goldton habe ich tatsächlich immer, den benutze ich als Lidschatten und den Blauton auch, aber die anderen Farben jetzt so eher weniger. Und ja, vielleicht mal im Fasching oder so, wo man es mal verwendet hat, aber das ist ja in diesem Jahr auch ausgefallen. Und seit ich da nicht mehr in der Garde tanze, ist das jetzt auch nicht mehr so, dass ich da so aktiv bin. So, jetzt nehme ich hier nochmal einen anderen Farbton, nämlich diesen. Kupferton und was nehmen wir denn dann noch? Ah, dann nehmen wir doch tatsächlich mal hier noch. Damit du eben auch als Referenz siehst, das wäre jetzt hier zum Beispiel mit einem Lidschatten. Achso, und fixieren, wenn du jetzt fragst, ja, wie fixiere ich denn das Ganze jetzt, dass ich hier nicht das Geschmiere dann habe. Du kannst es mit einem Fixativ oder aber auch mit Haarspray besprühen. So, den wasche ich hier schon mal zwischenzeitlich aus, damit nicht mein Pinsel hier nicht komplett voll wird. Und auch da gehe ich jetzt noch mal mit dem, da nehme ich jetzt den Kupferton, damit du den hier auch noch mal siehst. So, und hier packe ich diesen Kupferton von diesem Nuvo noch mal mit drauf, damit du auch siehst, wie sich der hier jetzt dann drauf jetzt macht auf dem Grün. Ich finde, das ist echt auch ein super cooler Effekt mit diesem Kupfer auf diesen Grünton. So, jetzt siehst du da schon, wie das aussehen kann. Und jetzt möchte ich dir noch mal zeigen, wie das aussieht, wenn du einen Stempel zum Beispiel
jetzt hier nochmal verwendest. Und dann nehme ich jetzt mal hier dieses, das habe ich mit Silber eingestrichen. Und dann nehme ich mir jetzt hier den Schwarzton hier von dem Stats On. Den halte ich dir auch nochmal hier in die Kamera. Und der riecht auch total lecker. Also vorausgesetzt, man mag den Geruch von Marzipan. So, und da gehe ich jetzt einfach mal her und stempel mir hier Schriften mit drauf. Um nochmal einen ganz anderen Effekt hier zu erzielen. Und das föhne ich jetzt nochmal trocken, weil ich auch da nochmal mit dem Stempelkissen an ein paar Stellen drüber möchte. Das mache ich deswegen, weil ich die Schrift hier an der Stelle nicht verschmieren will. So, und jetzt könnte ich auch hier einfach so ganz leicht hier über diese Erhöhungen gehen. So. Ja, schaut doch irgendwie richtig cool aus. So, das heißt, hier habe ich einfach mit dem Stempelkissen hier nochmal dieses Gekrinkelte, diese Struktur hervorgehoben. Und mit einem Schriftenstempel hier nochmal eine Schrift mit draufgebracht. Hier siehst du ebenfalls mit einer Stempelfarbe, das war im Übrigen das Vintage Foto von Distress Ink. Und hier siehst du, ich halte es dir nochmal ein bisschen in die Kamera, dass du den Schimmer sehen kannst. Das ist mit Lidschatten gewesen und hier habe ich von der Firma Nuvo diesen Kupferton, dieses Mousse. Ja, und du siehst, du hast zahlreiche Möglichkeiten, wie du hier dein eigenes orientalisches Lederpapier herstellen kannst. Und es fühlt sich auch richtig, richtig cool an. Also gar nicht mehr wie Backpapier, sondern das hat jetzt wirklich eine wirklich andere Konsistenz. Und hier zum Beispiel, das halte ich auch noch mal ein bisschen höher, dass du das hier in dem Schimmer siehst. Das ist das Indigo-Blau mit dem Orient-Blau und da habe ich auch diesen Kupferton hier von Nuvo drüber gestrichen. Aber auch da, du könntest das genauso, wenn du Lidschatten zu Hause hast, probier das einfach aus. Mit ein paar Varianten. Ich bin mir sicher, du hast Backpapier zu Hause. Wenn du dich künstlerisch betätigst, hast du Acrylfarben zu Hause. Vielleicht findest du in deinem Kosmetikkoffer auch ein paar Lidschattenfarben, wo du sagst, die gefallen dir nicht mehr oder die benutzt du eher selten. Probier dich einfach aus und du bekommst wirklich richtig tolle Ergebnisse. Und ja, was für ein Farbenrausch. Ich finde es total genial. Und es ist eine kostengünstige Variante und damit dann deine Toilettenpapierrollen zu umwickeln und du kannst Notizbüchlein, kleine Tagebücher, alles Mögliche damit herstellen. Und ja, wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Du siehst, wenn du meinen Kanal schon abonniert hast, was es hier alles immer zu sehen geht. Es geht um Mixed Media, ich zeige dir auch zahlreiche Upcycling-Projekte. Du wirst bei mir auch Flipthroughs sehen zu Projekten, die ich schon fertiggestellt habe. Und dadurch, dass du auch immer wieder diese Tutorials dazu hast, kannst du das dann auch selber für dich machen. Und ja, wenn du Lust hast auf einen Art-Journal-Kurs, ich habe einen Lebensfreude-Art-Journal-Kurs, den gibt es auch online. Solange es eben auch keine Präsentveranstaltungen gibt, hast du immer die Möglichkeit, auch bei mir online da etwas zu machen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß dabei, deine eigenen falschen Lederpapiere im orientalischen Stil herzustellen.
Du kannst natürlich auch ganz normale andere Farben nehmen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir unten in die Kommentare vielleicht reinschreibst, wie deine Erfahrungen sind, was du so ausprobiert hast, wie es dir gefallen hat. Und ansonsten folge mir gerne auch auf all meinen anderen Kanälen. Bis dann, ciao, deine Regina.